Tillmann führt ein Luxusdasein. Er wird von seinem Herrchen gut versorgt und muss sich ums nackte Überleben nicht den Kopf zerbrechen. Das heißt mit anderen Worten, er hat viel freie Zeit zur Verfügung, um auf dumme Gedanken zu kommen. Irgendwann wird sich Tillmann gesagt haben, das kann ich auch. Hat Tillmann irgendetwas beigebracht. Er ist von allein auf die Idee gekommen und hat sich einfach vom Menschen abgeschaut, wie das geht. Er bekommt keine Belohnung. Sein Ansporn ist seine Leidenschaft. Je schneller er ist, umso glücklicher ist er. Skateboardfahrende Hunde sind von der Natur nicht wirklich vorgesehen. Aber Tillmann hat seine Kreativität und seine freie Zeit zum Experimentieren genutzt. Genau so findet Evolution statt. Jedes Mal, wenn ich ihn zum Training mitnehme, erfindet er neue Bewegungen und macht Sachen, die mich einfach umhauen. Wilde Tiere machen im Prinzip genau das Gleiche wie Tillmann, nur etwas weniger spektakulär. Sie lernen durch Ausprobieren. Und werden damit schlauer. Leute, die denken, der ist nicht intelligent, sind einfach blöd. Du kannst kein dummer Hund sein und dann sowas machen. Lässt man Tieren Zeit für Experimente, lernen sie etwas Neues. Das Gedächtnis spielt dabei eine Schlüsselrolle. Für einen echten Lerneffekt muss man sich an Fehler und Erfolge erinnern können und daraus Konsequenzen ziehen. Der Clou ist also das Gedächtnis. Vorhang auf. Howard Potter fühlt sich in einem leeren Stadion am wohlsten. Er schaut Menschen ungern ins Gesicht und hat erst vor kurzem gelernt, Schokolade im Laden um die Ecke selbst zu kaufen. Dafür kennt sein Gehirn zu beinahe jedem Spiel im Weltfußball das richtige Ergebnis. Und zu jedem Datum 22.000 Jahre vor und nach Christus den Wochentag. Torjubel und Abstiegsdramen sagen Howard nicht wirklich etwas. Sein Gehirn sieht nur Zahlen. Er macht alles nach, was die Menge macht, aber er würde nie von allein drauf kommen. Wenn ein Tor fällt, springt er hoch, aber nur, weil alle anderen hochspringen.